glaube ich, der 9. oder 10. oder was auch immer. Also durch die 7. und 8. 100 Strafen. Es gibt ja Horror, es gibt die Mopsen und. Sebastian, was steht heute auf dem Trainingsplan? Heute Sprints mit Schlitten, also ZWLs, dann immer in Kombination mit freien Sprints und am Ende nochmal ein paar fliegende Läufe, die ich aber auch gerne kombiniere mit einem Schlitten nochmal und dann mit sehr, sehr wenig Gewicht und danach nochmal im freien Bereich die 30 fliegen. Und die ZWL-Läufe alle mit gleichem Gewicht, oder? Nein, also umso länger die Strecke wird, umso mehr Gewicht. Also anfangs ist schon relativ viel Gewicht da drauf. Und dann wird es halt von umso mehr Strecke, umso weniger Gewicht. Und was ich vergessen habe, ist natürlich, dass bei Ricarda die Hürden noch drauf standen. Also lange Hürdeneinheit, 11 Hürden. Wie lange sind die Pausen jetzt zwischen den Läufen? Ja, also auch wieder von bis. Bei den 20-Meter-Sprints sind wir ein bisschen kürzer gewesen. Da waren wir bei 5-6 Minuten. Und dann bei den 40-Meter-Sprints waren wir dann zwischen 6 und 8 Minuten. Und bei den fliegenden Läufen circa bei 10 Minuten. Das ist dann eigentlich so, dass ich sage, da ist das ist eine lohnende Pause, sodass sie auch in der Lage sind, wieder schnell zu rennen. Aber auch so die Pause gewählt, dass sie halt nicht komplett regenerieren, sodass sie dann am letzten Lauf schon merken, dass sie einiges getrennt haben. Sehr weit links, rechts. Also nicht geradlinig gearbeitet. Ne? Da war wieder der Oberkörper.
So Ricarda, you are going over the hurdles today? Yeah, so we usually have long hurdles on Saturday, and that means that we have 11 hurdles, and usually we do it like 3 or 4 times in a row, and yeah, it's pretty hard, but it's also good. This is always the last session in a week? Yeah, it is. So we have Sunday off, so we recover on Sunday, so it's a really good exercise or session for our Saturdays. Neuen Nike Spikes gelaufen. Wie ist denn der Unterschied zu den älteren Modellen? Also beim Starten merkt man nicht wirklich was. Eher, man merkt es eher so im fliegenden Bereich. Also ja, man muss sich gut treffen. Genau, und dann federt es einen so. Also ist man dann schneller auf dem Boden. Und dann federt es einen schneller weg. Genau, jetzt bei den 200 Metern laufe ich mit dem normalen. Weil ich habe das Gefühl, dass ich in der Kurve da ein bisschen, dass es so ein bisschen schwammig ist. Ja. Genau, und mit den normalen fühle ich mich in der Kurve sicherer. Also, dass es einen so ein bisschen aus der Kurve rauszieht, oder? Genau, genau. So habe ich das Gefühl. Aber ich sehe, dass die ganzen Amerikaner und sowas damit auch die Kurve laufen können. Deswegen weiß ich nicht, ob das was mit dem Training zu tun hat, ob man das noch ein bisschen verfeinern muss im Training, aber ja. 3, 4, ihr seid die meisten Läufe, oder ihr seid jetzt alle Läufe durch die Lichtschranke gelaufen. Nutzt du das, ist es ein festes Trainingsmittel? Also kommt das immer bei dir im Training vor? Ja, ich finde es, also mir sind die Zeiten gar nicht so wichtig, aber ich finde es halt zur Dokumentation und auch zur Kontrolle, finde ich es immer interessant. Also klar, ist der technische Sprint ist mir, steht jetzt aktuell auch mit den Schlittenläufen absolut im Vordergrund. Aber ich finde es natürlich schon interessant zu wissen, wie schnell die Jungs sich dann halt wirklich bewegt haben. Und auch im Vergleich quasi von Woche zu Woche, wenn ich das dann immer mache und auch von Jahr zu Jahr, dann weiß ich halt, wie die Zeiten sind.